Die des braunen Kameras würde mich schon interessieren. Ja, boom, weil sie Strom binden lassen möchten. Genau. Ist das die Geschichte? Ja. Ja. Ist das eine PDF-Datei? PDF-Datei, richtig. Ja. Und Sie haben also schon Vorstellungen? Genau, also so glänzend, das hat mir sehr gefallen. Ja, okay, vielleicht so. Ich finde das fand ich schon, schon sehr ideal. Ja? Wir schicken Ihnen eine Nachricht, wenn es fertig ist. Alles klar, super. Vielen Dank. Gut, bis später. Ciao. Ciao. Mein Vater, mein Onkel und ein Dritter, die haben sich in der Berufsschule kennengelernt. Vor 60 Jahren haben gesagt, oder hatten vielleicht im Einzelnen nicht den Mut, sich selbstständig zu machen und haben sich dann zu dritt zusammengeworfen, haben alle drei Buchbindermeister-Abschluss gehabt und haben gesagt, wir machen mal zusammen eine Firma. Und warum haben Sie das übernommen? Haben Sie schon als Kind schon angefangen, hier mitzuhelfen? Ja, also das war immer in Phasen der Langeweile, gab es für mich, gehst halt in die Werkstatt, machst irgendwas mit. Ich habe wahrscheinlich mehr am Weg rumgestanden, als wirklich einen Nutzen gebracht, aber es hat mir schon immer Spaß gemacht. Es war für mich nicht klar, unbedingt diese Firma mal zu übernehmen. Das hat sich halt so über die Jahrzehnte entwickelt. Ich habe in Weimar gelernt, in einer anderen Stadt, aber auch mit der Wende und so hat sich das dann so ergeben, dass ich als Einziger in der zweiten Generation dann das weiterführen durfte. Und es hätte mir nicht Spaß gemacht, in der Erfolgsschiene der vorangegangenen Generationen einfach weiter zu surfen und die Früchte mit zu ernten, sondern auch durch die Wende, durch die Veränderung der ganzen wirtschaftlichen Gegebenheiten war meine Stunde gekommen, mich hier einzubringen. Und ich denke, das ist mir auch gelungen, das alte, traditionsreiche zu erhalten, aber auch was Neues reinzubringen mit neuer Technik. Und das macht auch Spaß. Okay, wir sehen hier auf dem Tisch ein Buchrücken, nennt man das, ne? Was geprägt worden ist mit so einer Folie. Buchdecke. Buchdecke. Wie läuft das ab? Was verwendet man dafür? Man benötigt dazu solche Handsatzprägeschriften, die dann entsprechend gesetzt werden und dann mit Hilfe einer solchen Prägefolie mit Hitze und Druck auf die Einbanddecke abgedrückt werden. Also es wird nicht mit Farbe gearbeitet, sondern mit solch einer metallbeschichteten Folie. Und die Reste der Prägung werden abgezogen. Stehen bleibt dann die geprägte Schrift. Hier werden jetzt die Buchblöcke in die Decken eingehangen. Den Rücken haben wir schon festgemacht, also jetzt gibt nur noch sozusagen das Vorsatz an den Deckel rangeklebt. Und dann wird es nochmal gepresst, wie ich genau, das schon habe. Das wird dann an der Maschine noch eingepresst und dann tun wir das abstapeln hier zwischen die Bretter. Hallo. Hallo, Gunnar. Ihr Buch? Ja, ist schon fertig. Ja, ist fertig. Okay. So, bin sehr gespannt. Lieferschein. Ja. So. So schaut's aus. Okay. 120 Gramm Papier, doppelseitig gedruckt, so wie Sie es wollten. Kapitalband, Leseband, Rückentitelprägung. Okay. Alles so, wie Sie wollten? Ich schaue einmal ganz kurz, aber ich finde das Hammer. Schön. Schon sehr geil. Ja, super, vielen Dank und ja, bedanke ich mich. Wir schicken die Rechnung. Alles klar, machen wir so. Gut. Bis dann. Super. Was? Ja. Okay. Also, komm nochmal hier rein. Ja. Alles klar. Da bin ich schon am Schneiden. Das ist ein Outtake. Okay.